Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Soul Silver. Und nach dem letzten Riss im Raumzeitkontinuum sind wir nun wieder hier und es geht weiter. Zum Glück geht der Rückweg schneller, da man nicht die ganze durch Felder laufen muss. Das ist sehr praktisch an vielen Routen in diesem Spiel. Rosalia City. So, ich würde aber sagen, wir gehen nochmal in ein Pokrit-Männer-Center. Und speichern. Was? Nein, wir speichern nicht. Wir haben unsere Pokémon. Beziehungsweise das Pokémon, das einfach auf den Tresen springt. Wie unerzogen. Ich muss Kanimanin zwischen den Parts eindeutig mehr Schläge geben. Beziehungsweise Surpriser. So, dann gehen wir mal weiter, ne? Der Typ vom Anfang, der uns gestoßen hat. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Was für eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Was ich damit sagen will, fragst du? Wie deutlich muss ich denn noch werden? Dann erkläre ich dir eben ganz genau. Mein Pokémon hier ist auch nicht übel. Wenn es erstmal mit dir fertig ist, bleiben keine Fragen mehr offen. Eine Herausforderung von Passant Junge. Passant Junge. Endivie. Okay. Wo hast du dieses Endivie her? Warum habe ich Heule eingesetzt? Das ist nicht sehr effektiv. Ich bin echt blöd. Aber egal. Schnell kratze, bevor es mich zu Tode heult. Ja, Tackle. Tackle ist okay. Ah, für einen Schwächling hast du was ganz Schönes auf dem Kasten. Ich weiß. Rate mal, wer gleich stirbt. Das ist dein Endivie. Ah, Endivie. Ah, diese Schmerzen. Level 10 ist es leider nicht geworden. Ah, bist du zufrieden? $500. Willst du wissen, wer ich bin? Ich werde es dir sagen. Ich bin derjenige, der den Leuten schon bald den größten Pokémon-Trainer aller Zeiten nennen werden. Gib mir das! Das ist der Trainerpass, den ich verloren habe. Er gehört mir! Jetzt hast du meinen Namen gesehen, oder? Jetzt werde ich nachher eine kleine witzige Story erzählen. Das ist etwas dümmlich gelaufen früher. Wer bist du denn? Siehst du die Stufen hier? Es erfordert zwar etwas Mut, herunterzuspringen, aber du kannst so auf dem Weg nach Neubaukia das hohe Gras umgehen. Auch sie haben eine ungewöhnlich tiefe Stimme, meine Dame. Was ist denn los hier? Mit dir haben wir schon gesprochen, du bist nutzlos. So. Und was ist es, was Professor Lind uns sagen wollte? Professor Lind! Professor Lind! Schnell, ich bin da! Ein Polizist? Was willst du hier? Ich stecke gerade mitten in den Ermittlungen zu einem Pokémon-Diebstahl. Und die erste Regel, die in einem solchen Fall gilt, lautet: Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Wer weiß, vielleicht bist du am Ende sogar der Täter! Oder ein. Nein, Moment mal! Dieser Junge ist unschuldig! Ich habe nämlich einen Junge mit feuerroten Haaren dabei beobachtet, wie er hier herumgeschnüffelt hat! Und du sagst, du hast dir mit diesem Jungen einen Kampf geliefert? Da deutet es alles darauf hin, dass er der wahre Täter ist. Und kennst du auch den Namen dieses Jungen? So, um jetzt mal darauf zurückzukommen, was ich vorher meinte. In den Original Gameboy-Spielen hieß dieser Typ in dem Kampf nicht Passant Junge, sondern einfach nur Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was macht der kleine Pi also in seiner unendlichen Dummheit? Er nennt diesen kleinen Mensch hier Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und das ganze Spiel über heißt der Rivale Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Aber nein, dieser Rivale hier ist niemand anderes als Jay. Dieser üble Rabauke. Ah, Jay heißt er also. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Vielen Dank für die Unterstützung. Dann lautet mein Auftrag von nun, den Jungen mit den feuerroten Haaren aufzuspüren. Auf geht's. Tschüss, Herr Kommissar. Puh, ein Glück, dass wir die Verdachtssache von dir abwenden konnten, nicht wahr, Pi? In Ordnung, dann bis später mal. Oh, Pi, hier war ganz schön was los, sag ich dir.
Aber warum erzählst du mir nicht, was es mit Mr. Pokémons großem Fund auf sich hatte? Da hast du den Scheiß, Mann. Gut, da wollen wir mal nachsehen. Das sieht mir ganz nach einem Ei aus. Er hat natürlich recht, diese Art Ei sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Aber außer Mr. Pokémon gibt es heutzutage niemanden mehr, den ein neues Ei aus den Socken hauen kann. Es ist immer dieselbe Leier mit ihm. Aber jetzt, wo wir das Ei schon mal hier haben, wollen wir doch auch mal sehen, welches Geheimnis es birgt. Dann mal los, ich werde es eine Weile lang hier behalten und genau untersuchen. Was? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Ist das echt wahr, Pi? Das ist ja unglaublich. Er besitzt das einzigartige Talent, das wahre Potenzial eines Trainers erkennen zu können, wie er es schon einmal zuvor gemacht hatte. Mann, wer hätte das gedacht? Mir war zwar auch klar, dass du nicht einfach irgendein Trainer bist, aber das macht die Sache nochmal ein ganzes Stück interessanter. Das Pokémon, das ich dir gegeben habe, scheint sich auch schon richtig lieb gewonnen zu haben. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn du dich mal auf den verschiedenen Pokémon-Arenen in dieser Region versuchst? Und dann, wenn du dir die Orden aller Arenen erkämpft hast, wartet die Pokémon-Liga und der Titel des Champs auf dich. Aber werde nicht übermütig. Es ist zum Champ ein langer Weg. Fürs Erste solltest du dich in der Arena von Viola City hier in der Nähe versuchen. Mit deinem Niveau solltest du bereits einiges erreichen können. In Ordnung, Pi. Wenn du es wirklich darauf anlegst, alle Arenen dieser Region zu besuchen, solltest du dich besser auf eine lange Reise gefasst machen. Bevor du aufbrichst, solltest du mit deiner Mutter sprechen. Okay. Mutter! Und geht's dir noch gut? Ich dachte schon, du wärst wieder. Du begrüßt die Mutter? Du wagst es, meine Aufgabe. Hallo Mutter! So, du möchtest also auf Abenteuer gehen. In Ordnung, da hast du natürlich meine volle Unterstützung. Denn mit 10 bist du eindeutig in der Lage, durch das gesamte Land zu reisen. Und wenn du Geld hast, dann nehme ich das Geld. Und nein. Aber pass gut auf dich auf. Du und deine Pokémon, ihr seid ein Team. Wenn ihr zusammenhaltet, könnt ihr Berge versetzen. Außer Berge. Ja. Denn ich bin deine Mutter. Ich weiß das. Weil ich deine Mutter bin. Natürlich, was auch sonst. Mutter, ich bin enttäuscht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Nicht du schon wieder? Meryl, ich bin Meryl! Oh, da bist du ja! Pi! Mit Hilfe von Pokéball kann man wilde Pokémon einfangen! Komm doch mal eben mit! Tot. So ungefähr funktioniert das. Was? Du konntest nicht genau sehen, wie es funktioniert? In Ordnung. Dann führe ich es dir eben noch einmal vor. Komm mal hier rüber. Ja, ich bin Lyra. Los, Meryl! 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 Prima! Ich habe die KP vermindert! Achtung! Hier kommt der Pokéball! Gleich! Pokéball! Ich bin Lyra! Klasse! Reizfreiz wurde gefangen! So ungefähr funktioniert das. Wenn du deinen Gegner vorher noch mehr schwächst oder in den Schlaf versetzt, wird es noch leichter, ihn zu fangen. Ansonsten experimentierst du am besten einfach selbst ein bisschen herum. Hier, yeah, das ist für dich. Viel Erfolg. Pokébälle halten. Nice. Man sieht sich. Bin Lyra. Ja, dreh noch einmal extra auf. Du hast es gut. Du bist wirklich von einer Verrückten gejagt, die gar nicht so verrückt ist. Die hat nur eine sehr komische Stimme. Aber, keine Money, ich würde sagen, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dann und tschüss, liebe Leute des Internets.